So, guten Morgen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Gestern muss ich mich leider entschuldigen. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Deshalb gab es da leider kein Shop-Video. Aber im Prinzip, wir haben auch nicht viel verpasst. Aber heute passiert definitiv was. Denn die Surfer werden heute wohl um 9 Uhr offline sein. Die Frage ist nur, wie lange? Und die Frage ist natürlich, was wird im Update drin sein? Also ich habe jetzt leak-technisch gar nichts mitbekommen. Ich habe auch nicht mitbekommen, ob irgendwie neue Aufgaben reinkommen. Wir können mal gerade reingucken, aber es sieht irgendwie ziemlich schlecht derzeit aus. Weil wir wissen ja alle, normalerweise wäre der Battle Pass jetzt rum. Dafür haben wir die einmal die anderen Missionen bekommen. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was sonst noch so ins Spiel reinkommt. So, dann kurz an die neuen Zuschauer. Herzlich willkommen. Kurze Info, was gibt es bei mir auf dem Kanal? Bei uns gibt es halt Custom Games mit Preisgeld. Was das Preisgeld angeht, da wird wieder was kommen, definitiv. Also es bleibt da ganz ruhig. Ich weiß nur nicht, ob ich es heute schon bekannt gebe oder halt morgen, übermorgen etc. pp. Dann des Weiteren Skin-Verlosung. Ich habe schon einen Kommentar bekommen wegen genau dem Skin hier, den ihr gerade im Bildschirm seht. Das Problem ist einfach, wenn aber heute Aufgaben kommen, kann ich leider keinen Stream machen, weil es zeitlich einfach nicht möglich ist, weil sonst kriege ich die Aufgaben nicht hin. Also da müsst ihr ein bisschen Verständnis haben. Donnerstags gibt es eigentlich nie einen Stream, außer es kommen halt keine Aufgaben. Also da müssen wir halt auch erstmal gucken, wie wir das Ganze machen. Also wenn du neu bist, wie gesagt, Custom Games mit Preisgeld, Skin-Verlosungen, wenn du da überall mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit du mitkriegst, wann ein neues Shop-Video kommt, du auch siehst, wie viel V-Bucks ich habe, weil wir haben gesagt, bei 800 V-Bucks verlose ich einen Skin. Hier den Skin werden wahrscheinlich viele haben wollen. Ich muss gucken, wie ich es mache, aber ich denke mal nicht, dass das heute funktioniert oder ich komme halt wirklich nur für eine halbe Stunde oder so online, hau den Skin raus, aber da werde ich heute auf jeden Fall noch eine Umfrage machen auf YouTube selber, also achtet da ein bisschen bitte drauf. Ob ich das halt so machen soll, gerade eine halbe Stunde, Stunde online kommen, den Skin verlosen und dann die normalen Aufgaben machen. So, wenn du auch einen Skin gewinnen willst, dann wäre es nett, wenn du mir eine Freundschaftsanfrage schickst an yt-family-hack. Hat den ganz einfachen Grund, ich kann erst Skins nach 48 Stunden verschenken. Also, wenn du heute erst dazu kommst, wird es ein bisschen schwierig, aber dann bist du halt bei der nächsten Verlosung dabei. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt mal rein in den Shop. Wie gesagt, den Skin habe ich schon verraten. Der ist nämlich heute drin. Hier sehen wir ihn. Ich habe ihn noch damals geschenkt bekommen. Gruß geht da auf jeden Fall nochmal raus. Und jetzt gucken wir uns erstmal alles nochmal an. So, der Schneesoldat ist wieder drin. Ist halt so ein typischer Weihnachtsskin, aber ich habe ja gesagt, diese Fantasieskins, ja. Aber hier, der sieht eigentlich recht nice aus. Aber da sage ich ganz ehrlich, dafür müsste eigentlich dann auch mal langsam der Schnee in die Welt kommen. Aber wie gesagt, heute mit dem Update einfach mal gucken. Dann hier natürlich passende Rückenaccessoire. Er bewegt sich nicht, aber der Schal bewegt sich. Aber wie gesagt, der Skin ist eigentlich nicht schlecht. Denkt dran, diese Skins werden nur jetzt wahrscheinlich in diesem Monat kommen. Danach ist vorbei. Die werden erstmal nicht mehr kommen. Aber im Sommer, ja, wer spielt im Sommer einen Schneemann, ne? Ja, muss man auch mal drüber nachdenken. So, dann haben wir natürlich noch den Eiszapfen dabei. Der ist auch sehr beliebt bei euch, meine ich. Den habe ich schon bei vielen Leuten gesehen. So, dann hier haben wir auch noch keine andere Variante. Ne. Dann haben wir Bershi. Und Bershi hat ja inzwischen, wie viel? Vier verschiedene Stile plus noch normaler Bärschi, Glücksbärschi und wie sie alle heißen. So, da haben wir dann einmal. Jetzt muss ich hier wieder gucken, wie die Unterschiede sind. Ah, keine Jacke an, Jacke an. Hier ist der Unterschied: dunkel, dunkel. Also einmal hell ohne Jacke, dunkel ohne Jacke, hell mit Jacke, dunkel mit Jacke. Aber ich sage, so denke ich mal, ist er eigentlich recht gut spielbar. Weil der Skin an sich ist ziemlich schlank. Von daher passt das eigentlich. Also spielerisch würde ich den eigentlich echt gut empfehlen. So, dann natürlich das passende Rückenaccessoire. Sind wir ja gewohnt. So, dann
Warte, die Spitzhacke. Aber ganz ehrlich, die Spitzhacke. Naja. Vom Ton her auch nicht so berauschend. Und dann haben wir, wie gesagt, noch Manny da. Ich nenne der Manny. Ich sage, der Skin ist nicht schlecht. Ich habe damals auch gesagt, das ist einer der wenigen Skins von 800, die man sich gönnen kann. Dann war einer so nett und hat gesagt, weißt du was, hier holen dir. Dann habe ich ihn halt. Wie gesagt, für 800 V-Bucks kann man bei dem Skin definitiv nichts verkehrt machen. Wie gesagt, wir gucken, ob wir den heute verlosen. Guckt einfach auf meinem Kanal in der Community. Da werde ich definitiv noch eine Umfrage machen, ob ja oder nein. Und wie und was. Aber das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich weiß, ob ein Update da ist und ob es neue Aufgaben gibt. So, dann Cloaked Shadow. Der Skin ist auch irgendwie nice, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich werde mit diesem Skin nicht warm. Irgendwie ja, irgendwie nein. Aber in meinen Augen ist das auch ein kleiner Weihnachtsskin. Definitiv. Ist in Season 7 eingeführt worden. Also ich finde eigentlich so nicht schlecht, aber die Sache irgendwie, weiß nicht. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber die Flügel, die sind natürlich nice. Die passen eigentlich auch gefühlt bei jedem Skin drauf. Auch hier wird er eigentlich rein theoretisch passen. So, und dann haben wir die Arktis-Assassinen. Extra geübt das Wort. Die ist natürlich auch ist OG, ne? Dürft ihr nicht vergessen, OG. Kommt aber öfters im Shop, also von daher bleibt da ganz entspannt. So, dann Tifa Depp. Auch geschenkt bekommen. Gruß geht auch da wieder raus. Ist nicht schlecht, aber da fehlt mir ein bisschen wieder der Ton. Das ist halt nur der Geräusch, wie sie runtergehen, und das war es eigentlich schon. Dann Zusammenreißer. Auch da geht ein Gruß raus. Sag, ich werde so reichlich von euch beschenkt, das ist echt Wahnsinn. So, und dann die Nachteule. Ja, der ist nicht schlecht. Aber so Stabgeschichten, das ist halt auch wieder Geschmackssache. Wie gesagt, ich mag eigentlich die Zweihand. Inzwischen habe ich mich an die Mighty Pickaxe doch gewöhnt. Also da muss man echt einfach mal nach eigenem Bauchgefühl gucken, wegen Pickaxen auf jeden Fall. So, und dann der geschmeidige Move. Gefühlt hatten jeder, weil den Ton kennen wir alle. Das ist so ein typischer Tanz, den man einfach in der Lobby hört. So, das war's auch schon wieder mit dem Shop. Wir gehen noch gleich kurz in Rette die Welt rüber, gucken, was wir da noch bekommen an V-Bucks-Missionen. Aber denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach mit YT-FamilyHack im Shop. Erstmal danke an alle, die was gekauft haben und mir auf Insta einen Screenshot davon geschickt haben. Gruß geht da auch an jeden Einzelnen raus. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell rüber. Ich habe schon geguckt, aber da müsst ihr mir jetzt helfen. Weil wir haben im Wald definitiv eine Mission. Warte, ich gehe mal gerade auf diese Seite. Aber wir haben auch laut Seite in Hexelvania eine V-Bucks-Aufgabe, nämlich 25 V-Bucks, aber Stufe 9. Aber ich habe da komischerweise nichts. Maus. Im Moment, wenn man seine Maus nicht findet. Aber gehen wir erstmal die normalen Aufgaben durch. Wie gesagt, Stufe 5 haben wir was. Ja, top informiert. Da ist schon mal die erste 25 V-Bucks-Aufgabe. Also die ist da diesmal auch für die kleineren gedacht. Dann haben wir noch eine bei 15. Müsste aber. Ja, hier ist es schon. Also hier ist einmal da eine. Und einmal da ist eine. Wie gesagt, auch die kleineren. Grüße gehen da raus an Marcel, der sich das Spiel neu geholt hat. Hier hast du schon mal definitiv nochmal 50 V-Bucks extra. Also kannst du heute schon mal auf jeden Fall 100 V-Bucks machen. So, dann haben wir, ja, wie gesagt, jetzt haben wir nämlich mein Problem. Einmal sind Twin Peaks noch eine bei Level 82 für 40 V-Bucks, aber ihr werdet dann wissen, wo ihr dahin müsst, weil ich komme da ja leider noch nicht hin. Und wie gesagt, mir wird angezeigt, dass wir bei Stern 9. Aber hier ist doch gar nichts, was so klein ist. Bei mir fängt es hier erst bei 64 an.
Wie gesagt, aber ihr könnt mir da vielleicht helfen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, weil, wie gesagt, auf der Seite steht Stufe 9. Aber sonst haben wir hier ja nichts. Oder was? Warte mal. Sturmkönig? Ne. Hier steht zwar von Stufe 3 bis 140, aber mehr ist da ja nicht. Aber auf jeden Fall, da soll noch eine Aufgabe sein, aber bei mir selbst ist jetzt keine. So, dann gucken wir auch mal hier, was der Item Shop macht. Wie gesagt, Upgrade Lava, Super Klarma. Dann haben wir hier noch Mini-Belohnungen. Hier kann ich auch schon wieder zwei Stück aufmachen. Dann Gegenstände. Ah, doch, kann was Neues sein. Tatsächlich, ihr wisst ja, immer Überlebende holen. Zack, 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 zack. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ah, Deckengelände. Buh, eigentlich nicht wirklich. Aber ihr kennt euch da bestimmt besser aus, was man da kaufen soll, muss, könnte. Die werde ich auf jeden Fall kaufen, weil davon habe ich nämlich immer zu wenig. So, haben wir den Shop nämlich auch soweit. Wie gesagt, hier von, wer hat mir das nochmal gesagt? Ich glaube, Dori war das. Sie hat immer gesagt, ich soll die hier kaufen, aber ich habe davon so viele. Warte mal, sieht man das? Wo sind wir denn? Jetzt blind. Da, 17.000. Ob das jetzt viel ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da kennt ihr euch besser aus. Und guckt mal bitte wegen der V-Bucks-Aufgabe in Hexis, Lavanien. Weil ich persönlich weiß gerade nicht, wie ich da auf Level 9 kommen soll, weil bei mir fängt es wie gesagt bei 64 erst an. So, dann würde ich sagen, war es das für heute Morgen. Denkt dran, wir entscheiden dann heute spontan, ob Stream ja oder nein. Guckt da einfach in der Umfrage nach und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.